So, also hier ist wieder Gudrun und jetzt am Ende der Jahreshauptversammlung ziemlich geschafft und groggy. Aber wir haben es geschafft, die neuen Ausbildungsleitlinien sind verabschiedet. Die Mitgliederversammlung hat dem Vorstand den Auftrag gegeben, die Leitlinien anzupassen. Jetzt habe ich hier Susanne. Susanne hat in der Vorbereitungsgruppe viel mitgearbeitet und war unsere Kontaktstelle zur ZPP. Was sagst du? Ich bin total froh, dass es durch ist. Hinter uns wird noch aufgeräumt und wir haben heute den ganzen Tag wirklich hart gearbeitet. Es war eine harte Zeit vorher, das alles sich auszudenken. Wir haben uns die Köpfe heiß diskutiert, aber wir haben es geschafft. Wir haben noch schöne Formulierungen gefunden und wir werden die neuen Ausbildungsleitlinien jetzt umsetzen können und werden für alle neuen Tai Chi-Übenden, die die Ausbildung machen wollen, eine gute, qualitative Ausbildung mit den neuen Richtlinien, mit wunderbaren Kompetenzen und Inhalten anbieten können. Kannst du schon mal was sagen, wie erfahren jetzt denn unsere Mitglieder, was wir hier beschlossen haben? Kommt es dann jetzt auf die... Ich denke, es kommt auf die Netzwerkseite. Ja, also es wird auf der Homepage bekannt gegeben, da könnt ihr euch die Tabellen anschauen. Mhm. Und für die Ausbilder... Darf ich das sagen? Für die Ausbilder hat die Gudrun sich bereit erklärt, Fragen zu stellen, aber erstmal nur für die Ausbilder. Und alle anderen Fragen können an die Geschäftsstelle gemailt oder per Telefon gestellt werden. Also, wir haben neue Ausbildungsleitlinien und ihr werdet informiert und ihr bekommt alles, was ihr wissen müsst, auf unserer Internetseite oder ihr meldet euch mal bei uns. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.